Wir sind keine Paktierer, aber nun ja, wenn man Serpentilio reden hört, ist geweiht sein und paktieren ja wohl am Ende nicht so anders. Naja, ich gebe euch mal ein geistiges Bild. Stellt vor, ihr seid ein Kind geboren in der Wildermark. Seid jetzt gerade 17, 16 Jahre alt. Werdet eingezogen in die lokale Miliz. Und dann kommt ein Trupp Söldner, bezahlt von irgendjemandem, von dem ihr noch nie gehört habt, um die Steuer einzutreiben. Ihr versucht euch zu wehren. Ihr und die anderen 20 Kinder. Sie werden über euch marschieren. Ihr werdet Tausende von Soldatenstiefeln hören. Ein Mann wie mich, der euch abschlachtet. Glaubt ihr, für diese Leute gibt es einen Unterschied zwischen mir und den anderen? Nein, ich glaube, der Unterschied ist nicht so sehr beim Einzelnen. Eher, wenn man das große Ganze betrachtet. Das Kosmische. Die Seelenwaage. Wohin die Seelen gehen und wer am Ende den Sieg davontragen wird. Die Götter schützen die Schöpfung, während die Dämonen danach trachten, sie zu zerstören. Aber auch das ist nicht immer so einfach. Ja, ich will ja nicht zu, naja, Weltuntergang nach Weltuntergang klingen, aber mit dem großen Ganzen zu argumentieren, das würde auch vermutlich dieser Magier da unten, der im Dämonentempel hockt, seine Seele verkauft, opfert, der vermutlich Schwestern und Brüder von euch geopfert hat und opfern wird. Im Sinne des großen Ganzen, der ihre Seelen in die Seelenmühle werfen wird. Und wir, die ihm da all das ermöglichen. Ja, ich fühle mich nach wie vor schlecht bei dieser Sache, aber ich sehe keinen besseren Weg. Das würde ich auch niemals behaupten, aber man Wir muss machen. sich nur im Klaren sein, wir sind nicht besser. Ja, auch wir machen uns schuldig. Und diese Priesterin, Satrapina, die gestorben ist. Ich denke, sie hat alles in ihrer Macht Stehende getan, um Yerkesh zu schützen. Vermutlich hat sie die Macht der Balkalil da doch am Ende nur gestärkt. Und sie hat anderswo umso härter zugeschlagen. Aber nun ja, sehen wir nicht alle zuerst auf die unseren, auf jene, die wir lieben, unsere Freunde, Verwandte, die, die unseren Glauben teilen, die, die der gleichen Nation angehören wie wir. Und opfern die anderen. Naja, wenn ihr eine Einschätzung von mir hören wollt, ich würde für euch diese ganze Stadt da unten töten und darüber niemals eine einzige Nachtschlaf verlieren. Ich weiß, und ich will nicht sagen, dass ein Teil von mir das nicht reizvoll findet, auch wenn ich mich dafür schuldig fühle. Naja, das braucht ihr nicht. Macht hat etwas Anziehendes. Deswegen tun wir alle, was wir tun. Deswegen liest Abel mir alte Bücher. Serpentilio hat vermutlich vor irgendwelchen Magiern gekrochen, die er hasst. Deswegen weiß Boltax mehr über Pflanzen als ich. Wissen ist Macht. Und Macht ist das, was wir alle wollen.
Die Götter sind Macht am Ende des Tages. Und sie brauchen uns für ihre Macht. Wir beten zu ihnen, auf dass sie ihre Macht mit uns teilen. Naja, jetzt klingen wir aber ziemlich verschwörerisch, das müsst ihr mir schon lassen. Während wahrscheinlich einer der anderen dort liegt und nicht schlafen kann und uns zuhört. Und dort unten der Weltuntergang begonnen hat. Der Weltuntergang. Zumindest für diese Stadt und die Menschen, die darin leben. Und wir werden ihn nicht aufhalten. Ja, und wir werden noch viele mehr opfern. Da bin ich mir sicher. Städte, die wir hätten retten können oder verteidigen können in der Zukunft, die es nicht wert sind. Ressourcen, die wir nicht ausgeben können, um Bauernfamilien vor den unendlichen Fluten zu retten. Dieses Opfer wird nur das erste sein, das wir sehenden Auges annehmen. Die ersten Seelen, die wir wissentlich in die Seelenmühle werfen. Ich befürchte, ihr müsst euch an das Gefühl gewöhnen. Und die traurige Wahrheit, dass das am Ende auf unseren Seelen und vor allen Dingen auf eurer lasten wird. Denn ihr werdet die Entscheidung treffen. Ihr werdet sagen, dass wir hier nicht angreifen können. Und dass diese Seelen es nicht wert sind. Dass das große Ganze von unschuldigen Opfer verlangt. Weißt du noch, warum wir das tun, Rafim? Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe es vergessen. Wollt ihr meine ganz ehrliche Antwort hören? Ja. Weil ich höre und gehorche. Ulamin nickt. Gut. Dann soll es so sein. Und sie gibt dir einen Kuss. Ja, er würde lächeln. Das wird nicht gut für uns enden. Vermutlich nicht. Aber ich hoffe, dass wir am Ende wieder wissen, wofür wir selbst das Opfer gebracht haben. Nicht wofür wir andere geopfert haben, sondern uns. Wenn es euch beruhigt, ich bin mir sicher, unser Ende wird glorreich sein. Und während ihr dort auf der Wiese sitzt und auf Jarkesche hinunterschaut, da umfasst euch eine bleierne Müdigkeit, die nach euch greift, wie mit Fingern oder Klauen. Wie sie in euer Gehirn greift. Ihr könnt kaum mehr die Augen offen halten. Ja, Zulamins Lider flattern und sie lässt sich auf Rafims breite Brust sinken und schläft dann wohl ein. Ja, Rafim würde noch kurz lächeln. Ihr seid ziemlich schlecht im Wachehalten. Und dann selber einschlafen. Afestadil, Avestada, Tedion, Vollstreckerin der ertönenden Trägheit. Die, die den Wachen den Schlaf bringt, die Hüterin der lebenden Ängste. Am nächsten Tag können Abelmir, Hassan und Diamantes wach werden. Die anderen drehen sich im Schlaf, wühlen sich auf der Erde hin und her, ihre Augenlider flackern. Aber sie sind träge. Auch eure Glieder fühlen sich schwer an, aber ihr werdet zumindest wach. Warum haben die mich nicht geweckt? Ich fühle mich, als hätte ich vielleicht maximal eine Stunde geschlafen, aber das kann nicht sein. Kommt hoch. Ich fühle mich selber auf meinen Stock, peitscht irgendwie hoch und wie wär's mit ein paar Kniebeugen? Das macht wach. Vielleicht später. Lass uns sagen, dass auf ihn noch schläft. Ich glaube nicht, dass wir sie wach bekommen werden. Vermutet ihr einen Zauber?
Ich vermute etwas viel Mächtigeres. Wenn ich richtig aufgepasst habe, dann ist dies der zweite Gründertag? Ach, ihr meint die Tagesherrscher? Der dritte Rashtula Leha. Ja. Nun gut, dann lassen Sie es etwas Tee bereiten. Hassan tritt an Serpentilio heran und rüttelt mal. Weiß nicht. Wo sind wir? Könnt ihr euch bewegen? Könnt ihr auch hier aufstehen? Könnt ihr aufstehen? Kann ich? Boah, also aufstehen? Nee, deine Glieder fühlen sich schwer an. Du kannst deine Augen gerade offen halten. Ich bin mir reichlich sicher, ich habe mir den Rücken verlegen. Oh, lasst mich einfach hier. Kommt hoch! Ich würde, wenn ich könnte. Ach, diese immer dieses Stubenhocker. Diamantis, in die Luft. Diamantis, komm hoch! Lass uns etwas, ein kleines Feuer machen, deinen Tee zubereiten. Aufgestanden hier. Viel eher, warum wir wach sind. Nun, wir sind besser? Du kannst sehen, wie Hassan einmal unter seinen Turban greift und an einer Kette herumfingert. Und greift da unter seine Kleidung und zieht dann einen Anhänger heraus, den er einmal küsst und nach oben in die Sonne hält, die dort am Himmel steht. Ich probiere zu erkennen, was das für ein Anhänger ist. Sinnschärfe. Ja. Es ist ein Spinnen-Amulett-Medaillon. Ein sehr interessantes Amulett, was ihr dort habt. Ein Familienabstück? So kann man sagen, ja. Meine Göttin. Eure Göttin? Erzählt mir mehr. Lasst uns etwas Feuerholz sammeln, damit wir die anderen Obern wach bekommen, hoffentlich. Davon ist nicht auszugehen. Nun, ja, wir werden sehen. Aber es gibt also etwas Beschäftigung und beschäftigt unseren Geist und unseren Körper. Kommt einmal. Oh, damit folgt er dir erst einmal. Ja, ich würde ihn mal ein bisschen abwärts führen und so tun, als würde ich ein bisschen Feuer sammeln. Ich sammle auch ein bisschen Feuerholz für so ein kleines Lagerfeuer. Ja, sind so ein paar trockene Büsche oder sowas, die du da zerrupfen kannst. Bäume stehen hier nicht mehr. Nun, ich habe so etwas schon mal gesehen in Fasar. Ihr kommt doch auch aus Fasar, nicht wahr? Korrekt. Wartisch? Dort gibt es diesen Kult, korrekt. Wartisch einmal in Altacht? Viele Male. Verstehe. Dort sah ich ein ähnliches Symbol, einen übergroßen Skorpion. Er nickt. Die Göttin. Meine Göttin. Der Grund, warum ich hier stehe. Ihr folgt also Bülmarisch? Und Bülmasar, dem Bruder. Nun, es ist ein ungewöhnlicher Glauben, nicht wahr? Selbst in dieser Zeit. Selbst in dieser Zeit. Korrekt. Ihr seid nicht besonders redefreudig, wie ich feststelle. Der Kult des Bülmarisch und der Bülmasar lebt nicht davon, dass wir offen Anhänger rekrutieren. Nun ja, aber... Wie soll ich sagen? Ich finde die Vorstellung anregend und nun ja einladen, könnte man sagen. Und dass ich einen wirklichen Anhänger der Göttin finde, ist nun ja wie ein Schatz der Götter, könnte man sagen. Er zieht einmal seine Kette ab, über den Turban hinüber und reicht sie dir. Es gibt nur wenige Tage, aber Festadil ist einer der Tage, wo man uns erkennt. Interessant. Gibt es eine Glaubenslehre? Ich konnte selbst in alten Büchern dazu nichts finden. Ich werde euch den Kult lehren, wenn ihr mögt. Eure Seele schreit zumindest danach.
Das ist der Grund, warum ihr wach seid. Sulamin schenkte mir auch. Ich hol mal dieses Skorpion-Amulett, was Sulamin mir immer schenkte auf dem Bazar. Seht, Sulamin hat mir dies einmal geschenkt. Er scheint ein Fingerzeig der Göttin zu sein, dass sie uns beide zusammenführt, nicht wahr? Nun, mag sein. Ich werde euch, wie gesagt, den Kult lehren. Dass ihr jetzt und hier wach seid, mag wohl tatsächlich ein Fingerzeig gewesen sein. Einer der acht. Aber mich verwundert vielmehr, dass Diamantes wach ist und sich bewegen kann. Denn seine Seele schreit nach etwas anderem. Ja, interessanter Zufall, nicht wahr? Er hat sich in letzter Zeit etwas verändert. Aus irgendeinem Grund ist er, nun ja, er war vorher schon ein rechter Pflegel aus Alanfa, aber jetzt, in den letzten Monaten, ich weiß nicht. Ich wollte es nicht ansprechen von den anderen, aber irgendetwas quält ihn, fürchte ich. Solltet ihr am besten nun mal mit ihm darüber sprechen. Gehen wir zurück, ich glaube, Serpentilio ist wieder eingeschlafen. Ja, er wird alt. Also noch einmal werde ich dich nicht wach treten. Bleib jetzt wach. Ja, so, bleib mal saufen. Wo sind wir? Das war übrigens eine Lüge. Ich werde dich nochmal wach treten, wenn es sein muss, bis die anderen wieder da sind. Warum tretet ihr mich? Mit einem Blick nach unten in die Stadt könnt ihr auf alle Fälle erkennen, dass dort unten ebenso die Trägheit herrscht. Heute passiert wohl nichts dort unten. Könntet ihr vielleicht davon darüber nachsinnieren, davon abzulassen, wenn es euch denn beliebt, ich bin mir sicher. Wenn ihr wacht, ich schüttel dich nochmal. Hassan tritt an Sulamin und an Rafim heran und schüttelt sie dann auch, reicht dann eine kleine Feldflasche mit Wasser an euch. Was? Sonne steht ja schon am Himmel. Ich hab geschlafen auf der Wache. Trinkt. Wir bleiben heute hier. Was? Aber wir können nicht. Doch, ich denke, wir können. Wir haben uns einen Tag gerast, wohl verdient. Denkt ihr nicht? Hassan sorgt dafür, ist wohl dieser Afesta-Deal verantwortlich, dass ihr euch so müde fühlt. Ja, der Tagesherrscher Teil im Arcanum hat uns alle immer in Schlaf versetzt. Ihr hättet den gesamten Hörsaal sehen sollen. Ein einziges Trauerspiel. Vielleicht sollten wir uns etwas körperlich betätigen, um, nun ja, die Müdigkeit abzuschütteln. Zumindest die äußerliche. Er hat uns recht, aber wir werden doch im Tempel bleiben sollen. Aber nachdem der erste Tag so... Ich weiß nicht, es ist gar nichts passiert. Nicht wie sonst. Nun ja, bis zum Abend... Nun, ich bin mir nicht sicher, ob man uns jetzt noch Einlass gewährt in einem Tempel. Es wäre möglich, aber nun ja. Naja, ich vermute, die werden inzwischen überrannt sein. Ja, ich kann auch auf ein paar Ziegen schießen, dann machen wir uns hier ein paar schöne Betten aus Ziegen. Ich versichere euch, Rafim, dass niemand heute irgendeine Art von irgendwohin rennen wird. Weder nach links, noch nach rechts, noch in irgendwelche Tempel. Wozu auch, sie helfen einem ja sowieso nicht. Und dann wird heute zumindest auch niemand die Statue stehlen. Außer natürlich jemand, der wie unsere Regenbegleiter hier aufgrund ihrer, sagen wir, Neigungen immun gegen die Fänge des Tagesherrschers ist. Was für Neigungen? Frag doch Abelmir, warum er bei allerbester Gesundheit ist. Abelmir, was habt ihr genommen? Ich habe gar nichts genommen. Ich habe nur einen regen Verstand und ich weiß ihn zu gebrauchen. Wäre er cleverer, hätte er euch jetzt erzählt, dass man ihm in Betana mit der Kampfmagier-Ausbildung eine geistige Stärke eingeschärft hat, die über so etwas hinweggeht. Aber zu solchen Geistessprüngen ist nicht mal er heute in der Lage. Nun, ich habe es damit ausdrücken wollen, aber nun ja, ich bin für solche, nun ja, Kinkerlitzchen weniger anfällig als nun der gewöhnliche
verzeiht, der außergewöhnliche Held. Naja, ich habe das fast als Kritik aufgefasst, aber ich stehe jetzt nicht auf, um dir eine reinzuhauen. Das ist gut. Wollt ihr einen Tee? Nee, aber willst du mal näher rankommen? Nein, danke. Bist du ganz sicher? Ja. Ich würde dir auch was zeigen. Also ihr wollt keinen Tee. Nun, dann bleibt mir für uns. Ja. Es ist ein strahlender Morgen. Ja. Schön für euch. Trotzdem scheint der Tag so wenig zu bieten zu haben. Eigentlich wollte ich noch runter in die Stadt, aber... Nun, wir könnten immer noch die Stadt besuchen. Sie dürfte nun ja etwas weniger trubelig sein. Tut das, wenn ihr euch in der Lage fühlt und stellt fest, ob ich Femia irgendwas treibt. Assaban. Ihr habt jetzt das Ergehen, wenn ich mir euren Leibwächter als Begleiter auserkore? Ich bleibe hier. Mein Platz gut. Ist verzollt, Armin. Ich verstehe. Ja, das heißt nicht, dass du alleine gehen musst, da bei mir. Nun, wenn ihr mich unbedingt begleiten wollt, habt keiner zu zaudern. Vielleicht ist das auch unsere Gelegenheit, diese Hexen zu befreien, diese Nyorobaras Töchter oder so. Wisst ihr denn, wo sie sich befinden? Dazu, als sie sie hergebracht haben gestern, haben sie die nicht irgendwo aufbewahrt. Die hatten die einfach nur im Schlepptau. Zumindest die zwei Gefesselten. Nun, die wissen aber nicht, wohin sie gebracht wurden. Vermutlich ins Krack, aber ich denke, selbst an diesen schläfrigen Tagen wird für Wache geschoben. Wenn ihr sie befreien könnt, dann bringt sie mit. Dann schubsen wir sie durch den Riss und sind sie los. Wie unhöflich, schubsen. Ich will sie hineinbegleiten. Meinetwegen auch das. Nun ruht euch aus. Nehmt euch etwas von dem Tee. Er ist gerade fertig geworden. Na, Zulamin, ich habe einen Vorschlag. Ich habe es noch nie probiert, aber ich denke, wenn ich heute wandern... Was haltet ihr von einer Meditation? Ich bin nicht sicher, ob ich die Konzentration aufbringen kann, aber... Ja? Ihr müsst auch nicht aufstehen. Wir meditieren einfach im Sitzen. Klingt gut. Ja. Nun gut, Diamantis, dann wollen wir uns ein wenig mal umschauen, was es dort unten zu erkunden gibt, nicht wahr? Und ihr schlaft nicht ein. Ja, und geht nicht zu weit weg, ja. Ja, so könnt ihr zu zweit die Stadt wieder nach unten gehen und trefft dort auf wenig. Die Leute, die teilweise draußen sind wohl auch eingeschlafen, haben sich neben die Palmen gelegt, neben irgendwelche Brunnen oder aber... sind an Ort und Stelle eingeschlafen, haben sich irgendwie auf ihren Speer gelehnt, wenn sie dann Kriegerinnen hier sind, die Stadtwächter. Und es sind nur noch wenige Leute wach, die ähnlich wie ihr merkwürdig verwundert herumlaufen. Ja, und so könnt ihr dann vorbei am Balkalil-Tempel und dem Avesha-Tempel in Richtung des Krax gehen, wenn ihr mögt. Ich würde mir die Leute genauer angucken, die scheinbar von diesen Beeinflussungen auch nicht betroffen sind. Ja, wenn du die dir genau anguckst, also es sind so 2, 3, 4, je nachdem wie lange ihr herumlauft, wirst du feststellen, dass die wohl merkwürdig aussehen. Der eine von ihnen hinkt, der andere hat wohl so eine merkwürdige, schuppige Haut. Einer von ihnen hat so ein goldenes Auge und der andere hat blutriefendes Schwert an seiner Seite, während er dann hier umherstreift, merkwürdig, wie so ein Tier, was gerade in Lauerhaltung ist, schleicht er umher. Diamantis, diese Leute gefallen mir ganz und gar nicht. Richte vielleicht einen Blick auf die anderen Leute. Hier, guck mal, der hat seinen halben Beutel mit Datteln einfach liegen lassen. Das ist meiner. Konzentriert euch auf die Gegenwart, nicht auf Sachen, die herumliegen. Ja, natürlich. Seht ihr dort diesen
diesen Kerl mit dem blutigen Säbel? Ja, das seht ist euch wohl auch gerade an. Lächelt euch zu und du kannst sehen, er hat sich seine Zähne wohl angefeilt, sodass sie aussehen wie Raubtierzähne. Scheiße. Wo sind wir hineingeraten? Schon wieder. Vielleicht ein wenig. Blutigen Schnitter zum Gras! Ja, hallo? Salam alaikum. Was ist hier los? Nun, die Leute schlafen, wie es scheint. Schlechter Kampf. Fließt Blut, aber falsch. Muss im Kampf gewonnen werden. Hast du Schlafende abgeschlachtet? Nein, kein guter Kampf. Aber ihr seid wach. In der Tat. In seinen Augen blitzt Mordlust. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wird Diamant morgen in der Richtung von Basazi, also irgendwie von der Hauptstraße weg. Vor allem Salam alaikum, viel Zeit mit euch. Geil.